Hallo Leute, also ihr werdet gleich mein offizielles Video sehen, aber ich musste vor jetzt doch noch ein Video drehen, weil ich Horst natürlich in meinem Video immer den falschen Namen genannt habe. Ich hoffe, liebe Laura, du verzeihst mir das, aber ich hatte vorher ein Gespräch mit einer Lara und hatte über Nana mich unterhalten wegen deiner Katze und dadurch bin ich naja total durcheinander gewesen und diese mega Überraschung mit deinem Paket und ich Vollhorst habe immer natürlich Lara gesagt. Das tut mir so leid. Ich hoffe, du verzeihst mir. Aber ich denke mal, man sieht, dass ich im Video tierisch aufgeregt war und durcheinander war. Ja, das wollte ich jetzt vorher noch ablassen und dann geht mein Video los. Noch eins, ich möchte euch noch was zeigen, weil ich total niedlich finde, was ich mir einfallen lassen habe. Das sind meine neuen Ohrringe. Achtung! Ich finde die so, so süß. Ja, also, dann viel Spaß bei meinem jetzigen, also bei meinem jetzt, bei dem offiziellen Video und das geht jetzt los. Ciao, ciao! Oh, jetzt finde ich den Scheißknopf. Hallo Leute! Ja, ich staune, mir geht's relativ gut. Ich habe vor 2 Stunden bin ich von meiner 5. Chemo weg, ist auch eine andere Chemo gewesen, also eine andere Zusammenstellung und wir sind nach Hause gekommen und ich freute mich natürlich, wie ich immer schön sage, das zweite Loch in den Arsch, denn ich habe ein Päckchen gekriegt. Ich muss euch aber sagen, ich war geflasht und ich bin froh, dass es mir halbwegs gut geht, weil ich freue mich echt auf meine Couch, ich bin schweinemüde. Da steht drauf: Ja, bitte vor der Kamera öffnen. Das ist zu. Da siehst du noch. Liebe Lara, den Kanal verlinke ich euch hier und unten. Und ich freue mich wirklich total. Es ging eigentlich nur um 4 Lidschatten von Kiko und einen Stift. Und weiter nichts. Ich meine, dafür ist es doch ein bisschen zu groß verpackt. Aber ich öffne es jetzt. Dadurch dauert das leider ein bisschen länger oder ich muss vorspulen. Außer die mich natürlich ertragen, ja, die können halt ja weiter kicken. Nummer 1, Nummer 2, denn die Mutti hat ja immer Messer dabei. So, Sesam, öffne dich. Messer weg. Oh mein Gott, ihr hättet alles hingepackt. Und Scheiti! Oh, ich habe gestern welchen gesehen, wollte ich mitnehmen, und war Vanille. Oh, Lara. Oh, ich liebe den. Den mache ich mir gleich. Und dann hau ich mich nicht auf die Couch. Oh, ich danke dir. Finde ich ja cool. 3 Stück davon. Die hat echt ingepackt. Den Mutti-Tee. Den trinke ich sogar im Sommer. Viele sagen, das ist mehr was für den Herbst und Winter. Die Mutti trinkt den auch im Sommer. Oh, jetzt ist gleich irgendwann nicht fallen. Jetzt brauche ich auch eine Brille, glaube ich. Na, müssen wir meine Notbrille nehmen. Weil die hat ja auch was beschriftet. Die hat echt eine coole Schrift. Ich hoffe, die Farbe passt zu dir. Na, hat sie eine Serviette? Tolle Schrift hat sie. Die zeige ich euch mal, die ist echt toll. Die kann man wirklich gut lesen. Mit einem Herzchen. Oh, ich bin ein Herzchen. Oh, cool. Ich hoffe, die Farbe passt dir. Von Kiko. Eine Foundation. Oh, da bin ich echt gespannt, du. Und das ist die Farbe 02. Gut, ich bin nicht so ein Blassschnabel, das stimmt. Durch meine Krankheit ja auch. Das sieht so aus. Und jetzt mache ich doch mal, ich mache mir mal ein Fleckchen. Oh, schön. Ein Fleckchen auf meiner Hand. Lara, die passt. Die passt. Die ist super, super schön. Weil ich immer sage, auch im Gesicht, meine Flecken, die muss man nicht zukleistern. Die darf man sehen, aber man darf das anpassen. Ey, das sieht echt toll aus. Das behalte ich jetzt mal so auf meine Hand. Ich bin mal gespannt. Weil da haben wir auch so kleine Fältchen. Mal sehen, wie das ausschaut. Aber super. Die passt dir nicht? Die ist doch relativ hell. Die ist doch nicht so dunkel. Und so ein Blassschnabel bist du, glaube ich, auch nicht. Ich finde, du hast so mehr so ein bisschen südländischen Typ drin. So. Weiter. Oh, die ging um den Stift. Hier ist bestimmt der schöne Stift drin. Wunderschön, aber mir
aber bei mir sieht es einfach nach nichts aus. Super schön. Bestimmt der Stift. Oh, ich fand den. Ja. Oh, finde ich so geil. Von Kiko Long Lasting Eyeshadow. In der Nummer 20. Das ist so ein lila, so wie jetzt die Verpackung ausschaut oder der Stift ausschaut. Oh, cool, den kann man rausdrehen, da freue ich mich. Ist ein dunkles Lila, irre weich. Ich habe eh mal einen Strich, dann kann man den schön verblenden, guck mal. Oh, ist das geil. Oh, ist das hübsch. Und der hat einen leichten Schimmer drin und den kann man drehen. Oh, ist das schön. Obwohl, du hast so schöne braune Augen, da muss er genauso schön aussehen. Und ob der passt, der sieht... Oh, da ist sogar Pink drin. Die Mutti freut sich. Ich verstehe bloß nicht, warum hier sowas drin ist, wo wir doch, wo wir was anderes gesprochen hatten. 2 bis 3 Mal benutzt, sauber und desinfiziert. Vielleicht findet es bei dir Verwendung? Das ist ja eigenartige, komische Farbe. Von Kiko! Color Shock Long Lasting? Eyeshadow? In der 102. Ich hoffe, ich blende jetzt nicht zu doll. Heute bei der Chemo musste ich, fällt mir gerade in, weil meine Fingerspitzen so wehtun, musste ich so eine Eishandschuhe anziehen. Oh Gott, was ist das? Oh, ist das weich? Oh, ist das schön? Das ist, also jetzt sieht das aus so wie so ein schönes Mokka-Braun, aber auch mit so einem leichten Schimmer drin. Oh, ist das geil. Habe ich schön vermuddelt. Also, das kann man wahrscheinlich auch schichten. Oh, das ist wunderschön. Also, ich bin ja gespannt bei Long Lasting, ob ich das nachher abkriege. Oh, geil, von Kiko. Obwohl, das ist eigentlich eine schöne Farbe, die könntest du doch benutzen. Dir hat es bei mir so gut gefallen. Das wird es bestimmt sein. Und da ist ein geiles Grün drin, wenn es das ist. Oh, ich muss das aufreißen. Du bist so eine junge Frau, der hätte nicht sein müssen. Ich wollte dir auch, ich wollte auch was überweisen und dir geben, weil das ist doch. Also du hast ja nur gefragt, ob es mir gefällt. Na klar, wenn mir das gefällt, hätte ich es ja auch gekauft oder so. Was das? Beauty? Kennt ihr das von euch? Also kenne ich nicht. Was ist denn das? Judith, guck einfach hin. Boah! Nein. Oh, das ist so ein was ist denn das? Oh, sieht das geil aus. So ein gebackene Teil. Hoffentlich könnt ihr das gut erkennen. Oh, ist das schön und weich. Brush ist das. Oh mein Gott. Oh, den nehme ich als Highlighter, den nehme ich als Lidschatten. Wo gibt's denn, wo gibt's Cosmic Beauty? Oh, das ist eine Internetadresse, da kann die Mutti mal gucken. Oh, wie schön. Oh, da danke ich dir ganz doll, das finde ich ja voll cool. Oh mein Gott. Oh, ist das geil, ey. Hoffentlich geht es mir die Tage gut. Die haben gesagt, ich werde mehr müde sein und mehr schlapp, aber es soll die Übelkeit nicht mehr so sein bei dieser Chemo. Oh, geil, geil, geil. Magst du After Eight? Dann wirst du es lieben. Jo, ich esse After Eight. Ich habe eh mal After Eight so viel gegessen in meinem Leben, dass ich gekotzt habe. Und dann habe ich ein bisschen ausgesetzt und habe ich wieder angefangen. Magst du After Eight? Mensch, ich mag After Eight. Von Crackle Moon. Dann habe ich mir mal überlegt, ob ich mir das mal hole, weil alle erzählen, das riecht so nach After Eight. Ist das ein Duschgel? Eine Duschcreme, cool. Ich muss das mal ganz aufmachen. Irgendeiner war doch das, der mag kein After Eight, wer wandert. Oh, ist das cool. Schade, dass meine Schwester heute gefahren ist. Oh, schade, die hätte ja daran nicht schnuppert.
Ich habe ja nämlich auch so eine kleine Flasche abfüllen wollen von meinen. Oh, ist das. Oh, das riecht so toll. Oh, schön. Und dennoch so. Das finde ich so cool. Man kann das probieren und muss sich nicht gleich die riesen Pulle kaufen. Magst du kein After Eight? Oder hast du zwei Flaschen? Du hast bestimmt zwei Flaschen davon gehabt. Doch, ich finde das toll. Oh. Oh, ich hab. Ey, ich werde nämlich mal umschminken. Aber erstmal meinen Mittagsschlaf, sonst geht kraulen. Magst du ihn? Den bestimmten Nagellack. Magst du ihn? Die Idee mit den hier mit diesen Küchen. Oh. Und oh. Von Kiko! Guck mal, Quatsch. Ja, guck mal. Oh, ist der schön. Und ich sehe gerade so abgefratzt aus mit meinen Nägeln, weil die trocknen so. Oh Gott, das ist die 858. Mein Gott, ist der schön. Oh. Sieht der edel aus. Oh. Ich zeige euch den nochmal. Ich glaube, das kann man richtig gut erkennen in der Kamera. Oh, ist der schön. Oh. Oh, der hat ein tolles Pinselchen. Oh mein Gott, ist der schön. Oh, das musste jetzt sein. Also, ich habe das jetzt nochmal so gestrichen. Aber ist der schön. Oh, sieht der edel aus. Auf meine langen Hufen, ich wollte die heute Abend noch abschneiden. Oh, ist der hübsch. Ich weiß, man soll das nicht anpusten durch unsere Luftfeuchtigkeit vom Mund. Trocknet das auch nicht besser. Meine liebe Lara, wenn ich meinen Mittagsschlaf gemacht habe, ich gehe heute so durch den TÜV, ich gehe in die Badewanne und mache Maske. Bin gestern nicht mehr zugekommen, ich wollte jede Minute mit meiner Schwester, Moment, ups, verbringen. Mach ich das heute. Dann mach ich mir den Ruf. Oh, ist der, und der trocknet aber schnell. Holla die Waldfee. Ist der angetrocknet ein bisschen. Der ist super schön. Also, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, außer so in zwei Rottöne, ist das mitunter jetzt mein Lieblings-Kiko-Nagellack, weil der passt ja wunderbar. Oh, hätte ich den heute gestern schon gehabt, hätte ich den auch gemacht für heute. Und einen Finger freilassen. So. Sag Hallo zu deinem neuen Schätzchen. Das ist es. Oh, Buddy. Oh, entschuldigt bitte. Ich weiß, dafür entschuldige ich mich gerne, dass ich rumblöcke. Wo ist Mutti Schere? Ey, Kiko, bist du bescheuert? Das ist so teuer. Ich verstehe auch nicht mal, wenn ihr zeigt, ja, bei Kiko Angebot und ich stürme natürlich, ich gucke erstmal auf Datum, wann ist denn das Video gewesen, stürme da gleich auf die Seite, ich kriege sowas alles nicht. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Und ich staune auch, ihr habt immer diese Umverpackung immer noch. Diese Kartons. Und schon. Oh, danke. Jetzt ist es. Und das, die hat da so ein geiles Grün. Ja, ich suche noch mattes, dunkles Grün. Pustekuchen. Oh, komm mal her. Ihr behaltet die Umverpackung. Da müssen wir mal eben runterschreiben, warum. Guck mal. Oh, ist das geil. Hoffentlich ist alles heil geblieben. Oh, ja. Oh, mein Gott. So eine geilen Töne. Du hast so eine schönen braunen Augen. Ich habe doch auch nur braune Augen. Nein. Also ich würde mal sagen, ja, das ist so ein Aprikot, leicht glänzend. Das ist ein mattes Naturfarbe, hier zum Verblenden, denke ich mal, oder als Untergrund. Das ist so ein ganz helles Aubergine so. Also, oh, du hast so. Das ist so hübsch. Und das ist ein wunderschönes Grün. Auch so leicht schimmernd. Ja, das ist so ein Khaki-Grün. Oh, das sieht so herrlich aus. Oh, Lara. Davon hättest du dich nicht trennen müssen. Nur üben. Du hast so schöne braune Augen. Da passt das super zu. Also ich mache nächstes Mal ein Schminki-Schminki und dann werde ich das benutzen. Und ich hoffe, du wirst bestimmt beim Video gucken. Sag Hallo. Hallo Schätzchen. Die Mutti freut sich. Oh, ist das geil, ey. Was ist das? Hoffe, du magst den Duft, sonst verschenke es. Oh, das finde ich so gut. Ja, dass man das, wenn man denn
mal irgendwas vielleicht nicht so gut findet oder man hatte doch doppelt. Oh, darf. Ich mag darf, total. Oh, guck, das hätte ja wirklich nicht sein sollen. Oder du magst den Duft nicht. Das hätte man vielleicht selber geschenkt bekommen. Dann ist alles in Ordnung. Aber ich darf den jetzt mal auspacken. Das muss ich jetzt mal tun, ja? Was fragt? Ich kriege ja eh keine Antwort. Aber ich habe das Video gemacht. Ich habe zu Paul gesagt, ich muss das jetzt machen, sonst halte ich das nicht aus. Echt frech. Erst vor der Kamera öffnen. Ich mache schnell Schminki für Mutti. Ich nehme mal die Pulle raus. Das ist ein Duschgel, oder? Reichhalte Pflegedusche, ja, prima. Oh. Ey, das riecht ja hammermäßig. Granatapfel und Zitronenverbändenduft. Na, jedenfalls ist da Granatapfel und Zitrone drin und das riecht man. Ich finde das super, super schön. Ey, das ist super. Nee, das gebe ich nicht weg. Das ist super schön. Zum Glück bin ich nicht so ein Duschgel-Horter. Oh, und das Spray. Jetzt piept mein Handy, entschuldigt, aber ich warte auf was ganz. Oh, das muss ich rausholen jetzt, ja? Ich gebe es ja eh nie weiter. Denk ja blöd. Riecht ja gut. Oh, das haben die. Hast du das so angetackert oder haben die das so angetackert? Null Alkohol. Antitranspirant Deodorant. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob hier Aluminium drin ist, weiß ich nicht. Aber ich kaufe mir das in eine Klamotte. Ich schüttel mal. Oh, das riecht gut. Ich war gestern noch mit meiner Schwester kurz noch bei uns hier im Discounter und da habe ich gesagt, ich brauche irgendwie nochmal was, ein Spray. Die rieb mir natürlich gleich Herrenduft unter der Nase, hat gesagt, nee, ich bin ja kein Kerl, eh eine Brust nur und hab mir Herrenduft in den Liebling wirklich, jetzt kann er auf Schuhe machen. Nee. Finde ich toll, freue ich mich. Nee, das gebe ich nicht her, das behalte ich. Das ist doch gut. Das ist doch herrlich. Und darf ist so gut. Und jetzt haben wir noch was? Ha? Ich mag sie super gerne. Du auch? Ich mag die super gerne. Ich habe die eh mal im Aufgebrauch gehabt. Und ich glaube, die hatte ich auch irgendwo mal zugeschickt bekommen. Ich finde die super, super gut. Ich weiß nicht, ob ich die heute benutze. Ne? Intensive Reinigung, sanftes Peeling und wertvolle Pflege für fettige Haut und Mischhaut. Bei Pickeln, gut, dann habe ich die oft momentan keine fettige Haut, momentan bin ich ja Dürr Obst, aber ich werde wieder fettige Haut kriegen, nämlich wenn wir im Sommer schwitzen, ne? Ich liebe Masken, aber wisst ihr, was das Coole ist? Die hast du mir geschenkt. Ich habe ja so eine nicht mehr und wenn ich die benutze, dann hängst du mir im Gesicht und ich werde an dich denken, das ist so, ich werde an dich denken, hallo, 1, 2, 3, 4, 5 Kiko-Sachen und einen Hammer gebackenen Brush, aber ich finde das nämlich als Highlighter und als Lidschatten finde ich so hammerschweinegeil. Crackle Moon, gut, hebe ich mir ja sonst auch für unterwegs, aber immer duschen geht ja auch, wa? Ich will ja wissen, wie ich schnupper. Ja, das war das Päckchen von der Lara. Und Lara, wisst ihr was? Das hat alles mal Geld gekostet. Irgendwie finde ich das doch ein bisschen schade. Aber ich muss mir irgendwie bei allen mal was infallen lassen. Blöd ist, ich kann momentan nicht arbeiten. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt Treppe hoch und runter manchmal komme. Und dass ich Videos drehen kann. Und diese Momente nutze ich aus, wenn es mir halbwegs gut geht. Zum Glück quark ich nicht schon wieder rum. Ich bin eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin so scharf, wenn das Video jetzt abgedreht ist, mich abzuschaminken, ein bisschen mit mich aufs Ohr zu hauen. Und dann gibt's Schminki, Schminki. Also, liebe Lara, ich freue mich total und das war echt frech von dir. Erst vor der Kamera öffnen, sonst hätte ich das Ding gleich aufgerissen, ja, ohne Ende. Aber auf jeden Fall war es jetzt gut, da habe ich das jetzt gemacht und ich werde versuchen, vielleicht kriege ich das sogar heute noch hochgeladen, ich hoffe es. Ansonsten ist es morgen Freitag. Ja, morgen hat ja mein Liebling auch nochmal Spätschicht, dann habe ich genug Zeit dafür. Also, liebe Lara, ich danke dir von Herzen. Du bist echt eine coole Socke und ich meine, gut, nur wenn du dich wirklich trennen hättest wollen davon.
Und ich hoffe, das ist so, dass ich nicht ganz so schlechtes Gewissen haben muss. Ich danke dir so dermaßen. Und wenn das jetzt mein Osi, meine zukünftige Schwiegertochter gesehen hätte, ich glaube, die wäre ausgerastet. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ich freue mich später noch in den Arsch, dass es mir halbwegs gut geht. Vielleicht sieht es morgen schon ein bisschen anders aus, aber ja, heute fühle ich mich gut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oops.